So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval 2 mit dem Deutschen Orden. Ja, weiter geht's. Nach wie vor die sechste Session, der Samstag. So, und ich habe jetzt hier nochmal geschaut. Wir haben noch 1500 Gold übrig. Das war auch schon mein Gedanke zu letzt, dass wir hier nochmal vielleicht Bogenschützen zusammenlegen oder die Piken, um hier nochmal eine Söldner-Einheit zu holen. Weil ich gerade sehe, wir haben gar keine Söldner-Einheiten mehr. Mist, also hier könnte, das könnte uns wirklich jetzt ein Verhängnis werden, zu wenig Infanterie. Gut, hier hat er zumindest schon mal keine Infanterie in der Armee. Da ist nur Kriegsgerät. Gut, er hat auch nicht viel Infanterie, aber er hat halt viele Fernkämpfer. Und ich brauche halt ein paar Meatshields, ne? So, ich füge die trotzdem mal zusammen. Da wird halt eben auch keine Einheit durchkommen durch diese Enge hier, ne? Ich krieg hier nichts rekrutiert. Aber wie gesagt, es sind noch zwei Runden, da lassen wir uns einfach jetzt attackieren. Eure Majestät. Ja, und ohne den Hochmeister hier hätten wir hier schon eine Rebellion gehabt. Den Chenny hier. So. Ich glaube, hier wird die Fortbildung nur angezeigt, weil die noch bessere Rüstung bekommen können. Er hat ja hier verbesserte Rüstung schwerer Kettenpanzer. Das habe ich, glaube ich, in fast keiner meiner Siedlungen bis jetzt aufgebaut. Ich hätte nicht mal Marienburg einen Ledergerber. Das können wir mal bauen. Das ist nicht so verkehrt. So, ich glaube, in Lieder habe ich eine passable Rüstungsschmiede. Leichte Kettenpanzer. So, ich sammle die Ordenssperrträger mal jetzt in Lieder. Ah, hier haben wir auch noch einen General, ne? Den Schaulen. Den brauchen wir doch auch nicht unbedingt, oder? Nee. Was mache ich mit ihm? Was mache ich mit ihm? Ich glaube, den habe ich jetzt erst frisch rekrutiert. Nach Lieder, ja. So, dann mal dahin. Oh, so viele Rebellenarmeen unterwegs. Diese Rebellenarmeen sorgen aber trotzdem nicht für Unzufriedenheit, oder? Aufruhr, Schmutz, Verwüstung. Ja, ein bisschen Verwüstung, glaube ich, aber nicht viel. Ich ignoriere diese Rebellenarmeen immer. Ich habe da jetzt noch nie irgendwie einen Unterschied feststellen können, was da passiert. 30 Verwüstung. Boah. Sind ja auch nicht gerade wenig, ne? Also wenn ich jetzt mal alle Rebellenarmeen hier zähle. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ich zähle jetzt allein 8 Rebellenarmeen in unserem Gebiet. So, weiter geht's. Ja, das war klar, dass die angreifen. Oh, achso, er macht nur einen Ausfall. Und die anderen Truppen unterstützen nicht mal. Ja, super. Das spielen wir direkt. Das ist natürlich verwunderlich. Er kriegt gar keine Unterstützung. Das heißt, wir können direkt diese Runde von den Einnahmen dieser Stadt profitieren. Und haben dann auch die Verteidigungsstellung. So. So, geht mal ein bisschen nach vorne. Stattdessen würde ich hier auf, genau, aus dem Plänkelmodus raus. Feuer. Na, so nah werden die nicht rankommen wegen Plänkelmodus. So, die Boja-Söhne. Ja, wir zerschießen ihn einfach. Wir haben einen riesen Fernkampfvorteil. Den nutzen wir auch. So, die Piken, genau, die stellen wir in die erste Reihe.
Ja, komm mal ernst. Wir opfern die Ritterbrüder. Wir opfern sie. Wäre wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen, aber... So, Leibwache des Generals, gegen die wir hier kämpfen. So, ich hoffe, mein General stirbt aber nicht. Ah, hier ist okay. Der ist in Sicherheit. Das ist der General. Können wir erstmal so lassen. Sehr gut, der feindliche General ist tot. Dann dürften jetzt alle fliehen. Flieht, ihr Narren. Die kriegen natürlich jetzt hier auch... Ist schon dreist, wir schießen jetzt hier voll unseren eigenen Truppen in den Rücken, aber... Was soll's. So... Ja, wir können direkt die Schlacht beenden. Machen wir auch. 32 Mann haben wir nur verloren. Da kriegen wir auch viele Einheiten wieder zurück. Siedlung besetzen. So, und da kommt der nächste Ausfall. So, und das Ganze spielen wir natürlich auch. Wunderbar. Zwei weitere Siedlungen gehen in unseren Besitz über. Ne? Das sind wertvolle Gebiete. Sicherlich nicht die stärksten, die Novgorod hat, aber nichtsdestotrotz nehme ich das gerne mit. Mist, wir müssen die Ordensspielträger ins Zentrum holen. So, macht einen Ausfall. So, sammelt euch bitte hier vorne. Ich stelle eine einzige Ordensspielträger-Einheit dort auf, das wird ausreichen. Da müssen wir jetzt natürlich reinschießen, ne? Los, komm, versucht's mal. So, da kommt er. Viel Spaß! So, da ist auch schwere Kavallerie dabei, die sind Regina. Aber wir fangen ja auch schon an zu schießen. Und da haben wir jetzt wirklich, viel zu viele Fernkämpfer. Also da hat er eigentlich fast gar keine Chance. Da dürfte er eigentlich gar keine Chance haben. Das ist viel zu viele Fernkämpfer. Oh ja, Alter, diese Pfeile sieht man aus der Luft hier noch viel besser, wie viel da jetzt fliegt. Und die fliehen halt auch direkt. So, ich mache General dazu. Der kann hier auf der Flanke tatsächlich mit überschützen. Na komm, helft mal ein bisschen mit. General ist auch ganz hinten. Wichtig. Und die Feinde ist hier, wie die fliegen. Ganz viele Einheiten fliehen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Eigenschaden anrichten. Ne? Ich glaube, wir machen jetzt hier fast mehr eigene Verluste. Weil die mitunter auch sehr ungenau schießen hier, die Truppen. Das ist ein richtiger Bienenschwarm hier. Das wird nichts, mein Freund.
alle auf einmal tot. So, das dürfte es jetzt gewesen sein, oder? General müsste auch jeden Moment tot sein. Tun wir es vor. So, da ist der General. Los, tötet ihn! Es hängt alles an ihm. Die Platz ist eigentlich schon so gut wie gewonnen. Muss noch der General sterben. Ah, hier kämpfen auch noch ein paar Einheiten. Sieben? Wir kämpfen ja wirklich bis zum Schluss, die Sperrmilizen. Na komm, tötet den blöden General. Danke. Wir haben ihn! Halt. Ja, wir müssen jetzt einfach nur durch. Durch da. Das Tor ist offen. Rein da. Sehr gut. Daher. Das ist schon krass, wie die hier tatsächlich es noch schaffen, so einen Kavalleristen zu töten. Hier diese mit ihrem Buttermesser. Die dürften eigentlich gar nicht durch die Rüstung durchkommen, aber irgendwie schaffen sie es trotzdem. So, hier sind noch ein paar Truppen. So, solange der General hinten bleibt. Hier ist er. Weil er hat schon einiges an Schaden bekommen mittlerweile. Ja, wir warten lieber mal auf die Fernkämpfer. Die holen wir jetzt auch mal rein. Sollen die den Rest machen. Ah, die Boja-Söhne. Angriff. Fliehen sie wieder. Oh, wieder zurück. Feuer. Sehr gut, hat nicht viel übrig. Warte ich mal ein bisschen. Dann stellen wir die jetzt hier noch ordentlich auf und dann. Bis zum letzten Mann. Los. Ja, das war's. Sehr schön, da haben wir auch gewonnen. Die nächste Stadt können wir wahrscheinlich schon über Friedensverhandlungen diskutieren mit Novgorod. Hier haben wir jetzt ein paar mehr Truppen verloren. So, Siedlung besetzen. Sehr gut. So, jetzt den General spare ich mir jetzt erstmal wieder. Oh ja, wir sind wieder bei den 10.000. So, und jetzt hat sich das hier langsam gelb gefärbt. Wir können sogar schon auf monatliche Rennen jetzt hier wechseln. Das mache ich auch sofort. So, monatliche Rennen in Tscherniv. Jetzt erwarte ich sogar schon 11.000 Gold, also es geht wieder aufwärts. So. Und hier, ich denke, die Armee werden wir sogar direkt angreifen. Da können wir nämlich die Truppen aus Danzig rauslocken. Sehr gut. Hier wurden wir jetzt auch nicht aufgehalten.
Das heißt, wir nehmen jetzt direkt die Belagerung von Pernau auf. Mal gucken, ob da wirklich 12 Einheiten drin sind. Ja, tatsächlich. Aber damit habe ich ja gerechnet. So. Jetzt mal ein paar frische Truppen zu rüberholen. So, Reval. Dann schicke ich hier ein paar Ordenssperrträger entgegen. Neu belagert. Obwohl eigentlich, ich gehe eh davon aus, dass er hier einen Ausfall machen würde. Er hält ja auch nur 6 Runden im ganzen Stand. Ja. Da belagern wir jetzt einfach mal. Dann nutzen wir einfach unsere Zeit, die wir haben. Jede Menge Ereignisse sind geschehen. Es gab ein Rennen. Chorknabe, wunderbar. Ritterlichkeit gewonnen. Baubericht. So, wir haben in Turov einen weiteren Priester rekrutiert. So, wo schicken wir ihn hin? Chernihiv. So, die sind ein paar Rebellen unterwegs. Soll ich die angreifen? Nee, lieber nicht. So. Dann bitte runter. Fortbildung starten. Und Kirche bauen. Das gleiche geht auch hier. So, er kommt nach... Hast du genug Einheiten, um hier wieder eine neue Armee aufzustellen, merke ich gerade. So, ich würde sagen, wir fangen mal an, tatsächlich mit der Schlacht um Danzig. Die wird als nächstes ganz interessant werden. Und die machen sich auch Reichsarmeen auf. Also es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass uns das Heilige Römische Reich auch den Krieg erklärt. Wünscht ihr euch, dass ich unter eurem Kommando wäre? Vielleicht kann man ja einen kurzzeitigen Frieden verhandeln mit Polen. Da wäre ich tatsächlich ganz glücklich drüber. Wir greifen jetzt hier an. Ah Mist, der wurde, er hat uns aufgehalten. Schade. Okay. Geht das? Kann ich jetzt dort angreifen? Wenn ich die Belagerung jetzt abbreche? Es ist blöd, dass der uns direkt aufgehalten hat. Nee, ich muss belagern, okay. Und da sind zu viele Truppen drin. Ja, das dauert 7 Runden, ist in Ordnung. So, als nächstes. Ich hätte gesagt, ich brauche Ritter hier. Die soll die Armee kommen. Ich hoffe, die Reichweite ist jetzt noch da, ja. So, wir können ihn angreifen. Wir können auch ihn angreifen. Wichtig ist, dass wir hier diese Festung erobern. Das ist nicht ohne, was wir jetzt hier haben. Wir haben sehr viel Infanterie. Gerade gegen die starke Kavallerie ist das gut. Haben auch ein paar Schützen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten Schützen. Da würde auch noch mehr gehen. Aber ich denke, das passt so. Greifen an. Die Armee greifen an. So. Ja, die Truppen in der Garnison sind hier auch relativ angeschlagen. Er hat auch fast nur Katapulte. Also es ist Unmengen an Katapulte. Was er hier hat. So, das ist sogar. Das heißt, wir können die erste Armee rein theoretisch sogar überrennen, ne? Die Verstärkung kommt aus der Stadt und die kommt aus Nord. Naja, leicht nordöstlicher Richtung. Okay, jetzt würde ich nämlich sagen, wir überrennen diese Armee wirklich direkt. Da sind so viele Katapulte dabei. Gut, dass wir 2 Kavallerieeinheiten haben. Da wäre natürlich mehr noch besser. Aber er hat halt kaum Infanterie. Er hat ein paar Ritter. Ja, wir überrennen ihn direkt. So. Okay. Also aus der Richtung kommt die Verstärkung.
Nee, was hatte ich gesagt? Nordöstliche Richtung. Aus der Richtung kommt die Verstärkung. Das Problem ist, hier haben wir das blöden Hügel im Weg. Dann, wir stellen uns hier auf. Wie gesagt, ich nehme vielleicht zwei Ordensrittereinheiten mit. Ansonsten nochmal zwei Bogenschützen. Die dürfen dann chargen. Die restlichen Einheiten... Ach komm, wir nehmen gleich dreimal Bogenschützen mit. Ist nicht verkehrt, ist nicht verkehrt. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals mal wieder, super. So, wir nehmen General mit und wir nehmen zwei Einheiten Christusritter mit. Wie gesagt, wenn wir den General töten, können wir da sicherlich schnell eine Massenpanik auslösen. Und alles andere, was wir hier noch haben, das ist der Rest unserer Armee. Katapulte. Wir können natürlich auch gleich versuchen, mit unseren Katapulten in Reichweite zu kommen, ja. Das ist nicht so verkehrt. Ja. Steed vielleicht nochmal ein, zwei Salben abschießen. Und ansonsten haben wir noch ein paar Ordensspeitrige hier als stille Reserve. Die Pikeneinheit kommt hier noch dazu. So, ja, ich stelle die mal breit auf, weil es ist eine Reserve und die sollen jetzt nicht durch die feindlichen Artillerieeinheiten zerstört werden. So, hier geht dasselbe. Und ich würde sagen, los geht's. Ja. Wir sind noch nicht in Reichweite, aber wir müssen uns beeilen. Einfach Charge. Er kommt sowieso auf uns zu. Das heißt, wir treffen uns auch. Aber er hat halt deutliche Überlegenheit. Aua. Oh, das tut schon mal richtig weh. Aua. Also die Artillerie, die tut wirklich weh. Aber wir können da natürlich genauso reinschießen. Okay, sind wir schon aufgestellt jetzt. Das heißt, die dürfen jetzt auch jeden Moment anfangen zu schießen. Und die Kavallerie sammelt sich. Und da, wie gesagt, da holen wir uns so schnell wie möglich die Artillerie. So, ihr kommt trotzdem hinterher. Ah, das ist wieder die kleinere Armee. Die ist unspektakulär. Die Armee. So. Auf die Artillerie. Und ich hoffe, dass wir nicht gleich unsere ganze Kavallerie jetzt hier opfern müssen. Ich denke aber nicht. Ich denke nicht. Sehr gut. Die Ritter sind schon in die Flucht geschlagen. Richtig. Sehr gut. Er lässt uns hier auch weitestgehend machen. Kann man zurück. Oh ja, das riecht gut, Schaden. Und jetzt sind unsere Schützen auch in Reichweite. Ich hole die jetzt mal noch ein bisschen näher ran. Dass die hier auch schießen. Ja, je mehr die schießen, desto weniger muss ich meine Truppen hier in den Nahkampf schicken. Ja, schön da reinschießen. Schön reinholzen. Genau, ihr auch. Und hier machen wir jetzt mal kurz mit unserem General einen kleinen Charge. Und dann sind die Belagerungsräte eigentlich schon alle ausgeschaltet, sehe ich. Weit. Ja. Das ist einfach des Generals. So, bitte noch näher ran. Er hat ja kaum Schützen. Er hat ganz wenig Schützen, ne? So, hier befinden sich jetzt aber die beiden Generäle im Kampf. Da muss ich aber sicherstellen, dass mein General in Sicherheit ist. Hier ist, okay, der ist in Sicherheit, mehr oder weniger. Das reicht aber, das reicht. Wie gesagt, die Belagerungsräte sind entmannt. Das war das, was ich erreichen wollte. Den Rest macht unsere Artillerie. Wir müssen dran denken, von hinten. Von hier kommt die große Verstärkung, ne? Da müssen wir uns dann entsprechend umstellen. Ich fange gleich mal an, hier die Ordensspeerträger richtig aufzustellen. Ja, schön reinholzen. Sehr gut. Ein bisschen Zeit haben wir noch, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich überlege, ob ich jetzt hier einfach von allen Seiten reinchargen soll. Ob das schon zu einer Massenpanik führt? Wahrscheinlich sogar schon. Na komm. Wir lassen jetzt nichts entkommen und nutzen die Zeit, um uns frühzeitig umzustellen. Oh,
Oder? Komm mal weg, 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 weg. Na komm, geht in Charge. So, und ihr stellt euch langsam schon mal um. Ihr auch. So, bis jetzt ist mein General noch nicht gestorben. Wichtig, dass wieder sein General stirbt. Wir holen jetzt hier noch die Ordensspeicher rein. Sehr wichtig. Und ihr charge jetzt hier diese ganze Belagerungsgeräte. Es sind immer noch viele Katapulte, die schießen. Das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Komm, charged. Abgesessene polnische Ritter. Von mir aus auch, charge. Und hier richten wir schon mal die Bogenschützen ein. Eine weite Kampflinie bitte bilden. So, wie sieht's hier aus? Glaube ich ganz gut aktuell, ne? Die Husaren machen wieder mal Probleme, das war aber zu erwarten. Und wichtig wäre, dass sein General jetzt hier endlich mal stirbt. Ja, der flieht. Sehr gut, dann haben wir die Schlacht jetzt hier so gut wie gewonnen an der Stelle. Die ganzen Belagerungsgeräte fliehen auch. Und der General ist tot. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ihr hört bitte auf zu schießen. Ich hatte euch eigentlich schon umgestellt. Da, in die Ecke bitte aufstellen. So. Wir kriegen uns auf alle Fälle noch rechtzeitig umformiert. Das ist wichtig. So, jetzt, was hier noch ganz nett wäre, wäre hier nochmal die Husaren unterstützen. Also wirklich, das ist unglaublich, wie gut diese Husaren kämpfen, ne? Also ich will nicht wissen, was die für Nahkampfwerte haben. So, genau, ihr verfolgt hier nochmal, soweit es geht. Das ist jetzt die große Armee, von der die größere Gefahr ausgeht, ne? So, die polnischen Ritter nochmal ein Stück verfolgen. So, hier haben wir jetzt gewonnen. So viel entkommt da nicht. So, breite Kampflinie bilden. Einfach an die Pikeniere. Wir müssen aufpassen hier auf unseren General, weil hier eben auch viele Ritter sind. Und ich hoffe, das reicht aus, was wir jetzt noch haben. Weil so viel haben wir wirklich nicht mehr. Dann sammeln wir mal die ganze Kavallerie auf einer Flanke. Einfach für den Überblick. So. Die Truppen stehen. Die Truppen stehen. So, am besten ja auch ein bisschen hinter dem Tribuchet verstecken. So. Die sind ganz schön weit abgehauen. So, noch ein Stück nach vorne. Und ganz im Ernst, hier ziehen wir uns auch mal ein Stück nach zurück. Obwohl, jetzt können wir uns eigentlich fast gar nicht mehr zurückziehen. Nee, jetzt müssen wir eigentlich so stehen bleiben. Geht mal in die Weißformation. Ja, ich glaube, wir stehen ganz gut. Stehen ganz gut. In die Kreisformation. Das wird gerade noch rechtzeitig geschehen. Na, ein bisschen Schaden hat es doch gemacht. 130. Eieiei, das war echt übel. So, kommt jemand von der Seite, bitte. Ich hätte die Lücke noch füllen. Bin trotzdem ganz guter Dinge. So, die Generalsleitwache haben wir auch dazu. Ja, das wird auf jeden Fall eine sehr verlustreiche Schlacht, ne? So, wenn nur eine Ordensspeerträger, ansonsten haben wir alle unsere Reserven jetzt hier auch gesammelt, ne? So, auf die Infanterie. Und mein General, den muss ich so ein bisschen zurückhalten.
Die polnischen Edelmänner, die verfolgen wir einfach mal. Wie sieht es auf der rechten Flanke aus? Hier passiert nicht so viel. Aber die Ritter kämpfen gegen unsere Ordenssperrträger. Ich denke mal, das sieht ganz gut aus an der Stelle. Noch ein paar Piken. Ja, schieß mal in den Haufen da rein. Ich glaube, da sind echt viele Feinde. So, was haben wir hier? Husaren. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber ich meine, wenn die Ordenssperrträger noch dazukommen, dürfte das etwas einfacher werden. Ja, genau. Triff deine eigenen Kavalleristen. Sehr gut. Triff die eigenen Truppen. Sehr gut. Die fliehen. Die auch. Ja, wichtig, dass die Husaren fliehen. So, die Ordenssperrträger kommen auch zurück. Ja, die linke Flanke, die funktioniert sehr gut. Da fliehen jetzt sehr viele Einheiten. Deswegen hole ich jetzt die Ritter auf alle Fälle auf die rechte Flanke. Und hier müssen wir unbedingt da oben reinholzen, was die Artillerie auch schon macht. Oh ja, sehr schön. Hier können wir wunderbar reintreffen. General ist auch tot. Live-Shot hier. Das war genau im richtigen Punkt. Und dann werden die wahrscheinlich auch jeden Moment jetzt hier anfangen zu fliehen. Im besten Fall, wir chargen natürlich noch einen Rücken. So, General wird ein bisschen zurück. Sehr gut, die fliehen auch. Ja, schön da reinschießen. Genau, ihr kümmert euch um die Truppen, die wieder versuchen hier anzugreifen. Das sind noch ein paar polnische Edelmänner. Na Mist, jetzt kommen die Ritter, die mich hier versuchen zu überrennen. Mein General ist tot, aber trotzdem kämpfen sie echt tapfer. Der Haufen hier hat auch bis zum Schluss ausgehalten. Los, kommt, kämpft tapfer. Die Christusritter gehen komplett verloren, das ist auch nicht so schlimm. Sehr gut, die fliehen. Die fliehen jetzt alle. Ich habe jetzt leider fast nichts mehr zu verfolgen, ne? Aber ich denke, das werden unsere Fernkämpfer machen. Schießen wir bitte auf die Einheiten hier. Wunderbar. Genau. Wunderbar, wir haben die Schlacht gewonnen. Das war ein ganz schönes Massaker. Gut, dass wir die ganzen Belagerungsgeräte rechtzeitig ausgeschaltet haben. Die Infanterie hat auch gut einstecken müssen. Die Kavallerie wurde komplett vernichtet von uns. Aber jetzt kann er halt nur noch anstürmen und wir haben noch unsere ganzen Fernkämpfer. Nervig ist zwar, dass, dass da oben noch ein Tribuchet steht. Dann hatte mir bald auch noch ein paar Reserven. Hier sind sogar Karonaden. Okay. Mit den Karonaden müssen wir fertig werden. Ich meine, mit den anstürmenden Truppen kommen wir soweit ganz gut zurecht, denke ich mal. Und nicht, wenn polnische Ritter hier auf die Ambusschützenmiliz zumarschieren. Das ist wiederum nicht so dolle. Schieß mal auf die Ritter dort. Ah, sehr gut. Die polnischen Ritter fliehen trotzdem. Aber die haben halt die ganze Ambusschützeneinheit hier massakriert. So. Ich würde gerne diese zu den Karonaden vorpreschen. Die Karonaden sind das große Problem. Ja, die Karonaden sind das Problem. So. Da kommt wieder ein paar Ritter. Was macht ihr? Also, die haben einen Befehl bekommen. Sehr gut, die fliehen aber gleich wieder. So, sehr gut, die fliehen auch. Und die fliehen voll in meine Sperrträger rein. Das ist gut. Die werden auch von der Karte wahrscheinlich fliehen. Ja, sehr schön. 40 Mann, da sind jetzt bestimmt die Hälfte von gestorben. Ja. Und der General kümmert sich jetzt hier um die fliehenden Einheiten. Und wir chargen jetzt hier noch diese ganzen Geräte. Dann haben wir die Schlacht soweit gewonnen.
Allerdings hätte ich gerne mehr verfolgt. Wir hatten einfach nicht die Kapazitäten, um hier noch Einheiten zu verfolgen. Da war noch mehr drin, auf alle Fälle. Sammeln sich diese Pointed-Ritter hier nochmal, oder? Naja, jetzt wird er nämlich mit seiner Artillerie abhauen. So, die Infanterie haben wir uns noch. Naja, und jetzt fliehen wollen hier. Na komm, leider trotzdem ein paar Einheiten davon. Und jetzt schnappen wir uns noch die Bombarden. 3 Stück sind es hier an der Zahl. Naja, und jetzt fliehen wollen hier, ne? Nee, die Bombarden, die lassen wir wirklich nicht vom Feld. Schlacht fortsetzen. Die kommen nicht vom Feld. Viel zu gefährlich, die Einheit. So, hier müssen wir auch irgendwo noch eine 4-Mann-Ritter-Einheit haben. Na komm, da ist es hier. Nee. Ja, sehr gut. Sehr gut. Schnappt sie euch, schnappt sie euch. Das sind unsere Katapulte. Okay. Das haben wir nochmal ganz gut gemacht, wie ich finde. Okay. Klarer Sieg. Aber trotzdem, das war jetzt auch nicht die Glanzleistung. 1:2 Verlustverhältnis. Also die Verluste waren schon hoch. Aber wie gesagt, mir geht's in die Festung. Für die Festung würde ich auch dreifache Verluste akzeptieren. Wir haben hier verdammt viele Einheiten gefangen genommen. Jetzt muss ich überlegen, ob ich tatsächlich sage, ich nehme mal das Geld. Wir probieren es tatsächlich mal mit dem Lösegeld. 8000. Sehr schön. Das war jetzt echt viel Lösegeld. Das habe ich jetzt einfach mitgenommen. So. Weil wir trotzdem jetzt nicht so schlecht dastehen. So, dann fangen wir jetzt an, die Festung zu belagern. Ja, immer noch viele Bombarden drin. So, jetzt haben wir natürlich im Flock gar keine Armee. Das sind aber auch viele Truppen geheilt worden, sieht man ja hier. Kavallerie. Ja, ein paar Truppen müssen wir verschieben. Da können wir jetzt nicht viel machen. So. Aber wir haben jede Menge Lösegeld bekommen. Also diese 8000 Gold, die waren es wirklich wert, denke ich mal. Wir erwarten auch richtig viel Kohle jetzt in der nächsten Runde. Geplanter Gewinn 18.000. Oh, 18.000, wo kommen die 18.000 her auf einmal? Das ist echt viel. Weil ich das die Vermutung habe, dass jetzt hier dieses Lösegeld mit einkalkuliert wurde. Aber da kommt auch eine Reichsarmee. Also ich glaube, dass jetzt auch das Heilige Römische Reich jetzt auf uns abgesehen hat. Deswegen so schnell wie möglich mit Novgorod fertig werden. Das ist die Devise. So, in Reva rekrutiere ich jetzt auch sicher teilweise nochmal ein paar Einheiten. Nicht, dass es da zum Aufstand kommt. So, Turn. So, ihr werdet fortgebildet. Ja, ich glaube, die Belagerung bei Danzig, die werden wir erstmal eine Weile aufrechterhalten. Und alle weiteren strategischen Erwägungen, da geht es dann in der nächsten Folge weiter. Ich habe schon wieder leicht überzogen, ist mir gerade aufgefallen. Dann bedanke ich mich hier recht herzlich fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.